Ich verspreche nichts, aber wenn ich etwas rausfinde, dass Sie das wissen. Als Ex-Tramper kann ich der Sache nachgehen, um es Spannung zwischen euren Stämmen zu riskieren. Ich werde herausfinden, was mit deinem Bruder geschehen ist. Ich werde die Wahrheit ergründen. Wieder zu viel Paladin-mäßig. Was scheren mich die albernen Sorgen? Nein, so sehr ist Hagrim das auch nicht egal, denn er ist ja selber ein Jäger, ein Waldläufer, ein Ranger. Und er kennt diese Sache mit Ehre, Lügen, Mord, Totschlag. Das hatten wir ja auch schon in Goldtal, wo der eine Jäger seinen besten Freund ermordet hat, weil der ein mieses Schwein war. Aber hier scheint es gerade andersrum zu sein. Ich verspreche nichts, aber wenn ich etwas herausfinde, lasse ich es dich wissen. Rena starrt in die Leere. Er bricht das Schweigen mit ernster Stimme. Ich bleibe hier und warte, bis die armen Vater uns rufen. Die Jägerin nickt ihr zu. Firum und Artmin sind in den Wald der Nordlandschaft gezogen, jenseits des Altliedpasses, um einen riesigen Stelgir zu jagen. Suche dort und kehre mit der Wahrheit zu uns zurück, wenn du es vermagst. Du sei auf der Hut. Stelgir von dieser Größe, um ein Vielfaches größer als ihre kleinen Verwandten, scharen meist ein großes Rudel um sich. Rena fixiert ihn mit seinen Augen, zwei glühende Kugeln über einem blutroten Streifen, der über sein Gesicht gemalt ist. Estramor, ich erwarte keine Hilfe, aber ich tue alles, um zu erfahren, was meinem Bruder widerfahren ist und um den Magel reinzuwaschen, den Artwen über unseren Stamm gebracht hat. Er wirft sein Kinn nach hinten. Das sage ich. Jägerbruder. Übrigens, wir wollten ja versuchen, ob wir hier der armen Vater. Nein, der können wir leider nichts sagen über die Situation mit der einen Händlerin. Aber ich behalte die Quest mal im Hinterkopf, mehr oder weniger, und guck mal, ob ich was irgendwem was mitteilen kann, der ein bisschen mehr zu sagen hat. Ja. So, damit haben wir denn erst das erste Gebiet von Zwillingsulm mal abgeschlossen. Hey Allah, can I talk to your you know, your friend? What is it about Isselmir? I'm right here, you know. No, you're both great. It's just, well, I feel like I don't get to spend as much time with her and she's just so funny. Some of the things she says are not nearly as funny when you've been hearing them for 50 years. Oh, das ist jetzt sehr nett von Edda. So, jetzt schalte ich mal kurz die beiden Gebiete frei. Also Altlied und Ulmenkap. So, Ulmenkap. Achso, ich darf wahrscheinlich erst nur nach Ulmenkap. Altlied werde ich wohl noch nicht dürfen. Jo, du musst mich durchlassen. Stelle meine Gründe hier auf die Probe, Estramor. Ohne die Erlaubnis an deinem Vater darf es nicht passieren. Ich komme, um den Eckpfeiler zu sehen mit dem Segen des Kompasses der Führung. Da macht man runzel zornige Stirn und blickt seinen Kameraden an, der nickt. Er blickt wieder zu dir, seine Fingerknöchel werden weiß, weil er seinen Speer so fest umklammert. Üblich zu freundlich zu den Estramon. Nur denn geh, aber pass auf, wo du bei den heiligen Steinen hintrittst. So, das heißt Ulmenkap. Oh, das sieht gar nicht mal ziemlich schön aus, Ulmenkap, sogar schon vom Bild her. Können wir damit schon mal betreten. Aber ich glaube, die anderen beiden Gebiete sind uns noch verschlossen. Nein, da darf ich auch schon lang nach Altlied. Okay. Aber erstmal sollte ich ja nach Ulmenkap. Was ist denn da auf uns gewirkt, merke ich gerade. Liliths Schultertuch? Ach so. Hä, wer hat das denn an? Aura der Heimlichkeit. Ui. Das merke ich jetzt erst gerade. Jetzt habe ich ziemlich viel Wahrnehmung übrigens. Gut. Okay, die beiden Gebiete dürfen wir auch schon mal betreten. Aber jetzt will ich erst einmal das Kopfgeld einstreichen gehen. Also zurück nach Ulmküste und dann nach Ketnur.
Ich will nämlich erst die neuen Kopfgeldjäger-Quests mal freischalten. So, dann müssen wir hier hoch zu dem, zu der Höhle. Die Gebiete sehen echt schön aus. Adrasäulen, in die können wir leider nicht, noch nicht rein. Das wird sich aber wohl wahrscheinlich ändern. Und es ist schön, dass wir Trutzbucht wieder begehen können. Weil sonst wäre das doof gewesen, dass wir die Feuerqueste nicht abschließen hätten können. Also, wo war es denn? Asche des Glaubens, genau. Die lange Jagd, das war Sagani, der Meister der Tiefe. Das war Otnur, Rat der Zeit war Kanna, Durens Prüfung. Vielleicht, wenn wir irgendwann im Norden im verbrannten Wald sind, dass Durens uns darüber was sagen kann, weil da kommt er ja scheinbar her, dort muss ja irgendwo auch sein Kloster stehen. Oder sein Tempel. Tempel war es, glaube ich. So, dann gucken wir uns hier mal um. Und hier drin müsste höchstwahrscheinlich der Ogre sein. Okay, Ogre und Bären. Durens, mach mal eine Segnung. Und Alof, hau mal eine Verwirrung rein. So. Okay. Durens, du machst den da mal. Und haust dann mal die kritische Heilung raus. Du trinkst so einen, du heilst dich am besten mal selber. Wow, und jetzt zieht euch mal aus dem Gift zurück. Nee. Das war nicht so gut. Versuchen wir es nochmal. Auf jeden Fall wissen wir, dass da die Ogre drin sind. Fliehen können wir ja während des Kampfes nicht, also das Gebiet verlassen. Das geht leider nicht. Wir könnten aber mal versuchen, die Bären irgendwie wegzulocken. Weil diese Giftwolken oder Insektenwolken oder was auch immer die Ogre da, die Ogre-Druiden genau produzieren, das ist garstig. Hey. So, Edda. Ja, erstmal müssen die Bären weg. Na komm. Okay, das ist ein ganzer Haufen Ogre. Nicht so gut. Oberin. Okay, jetzt hauen sie Lalaran den Weißen um. Du mach mal irgendwas Böses. Sag bloß, die sind viel zu stark für uns oder so. Du haust dir mal so einen rein. Und du versuchst noch mal was zu übernehmen.
solange du es noch kannst. Yes. Aztec worth and rough. Okay. Oh, Palegina, du siehst gar nicht gut aus. Okay, ein paar konnten. Ein paar halten noch. Leave it to me. Let's go. Du heil dich. Du heil dich. Ich such mal einen Trank der Macht ein. Oh, und jetzt ist die Giftwolke an. Nicht so gut. Du heil mal Edda irgendwie. Du übernimm die nochmal. Okay, Edda muss da irgendwie raus. Edda ist draußen. Durenz, kritische Heilung auf Edda. So. Du. Mann, ist das ein Heckmeck hier. Du ballerst jetzt einfach mal mit dem magischen Geschossen. Die Oberin ist verletzt, der ist auch verletzt. Au, das tut weh. Du hast keine Heilung mehr, dann wirf mal einen Heiltrank ein. Du wirf deinen letzten hiervon ein. Du rennst, du mach mal ein Verbot auf die. Verwundungspfeil. Und Alof setzt weiter mit Streugeschossen nach. Und weiter mit Streugeschossen nachsetzen. Und nochmal. Du zauberst das auf dich, du zauberst das. Weiter Geschosse. Okay, warum ist der Ogre-Druide nur noch leicht verletzt? Okay, das wird so nichts. Das wird so nichts. Das war eindeutig critical fail. Right. Be cautious. Be constant. Ready, Watcher. Mhm. Schicken wir mal einen Schleicher vor. So. Okay, es kommen auch Oker. Erstmal die Bären wieder ausschalten. Alof, du verwirrst mal den Ogre-Druiden da hinten. Wow, das ging gar nicht gut aus. Nee. Ich glaube, die Höhle schaffen wir noch nicht. Habe ich so das Gefühl. Ich müsste zuerst die beiden Druiden ausschalten. Yes. Das Problem ist, der Verwirrungszauber, mein mächtigster Schadenszauber, führt dazu, Feinde und geschwächt und verschreckt werden. Frostexplosion. Oh, das könnte ich mal ausprobieren. And what does the flame reveal? So. Ready, Watcher. My bow's ready. Schieß mal auf den. Letzter Versuch für heute. Hm.
Und Rückzug. Rückzug aus dem Nebel. Let's go. Nee, sobald die blöden Druiden ihren Imba-Nebel zaubern, bin ich tot. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle hier einen Cut, da es eh mal wieder Zeit ist. Und dann lade ich einfach das Quicksave von der Höhle wieder. Ja, und dann sehen wir uns dann wieder. Mal sehen, ob ich... Dann versuche ich es vielleicht noch ein oder zweimal. Und dann sehen wir weiter. Also, bis dann.